So, erstmal durchzählen bitte und vergleichen. Gleich 6 neue in der Startelf. Die Wechselflut auch nötig bei gleich 3 gesperrten Leistungsträgern auf Brünker, Naifi und Kapitän Zeitz muss Blau und Schwarz verzichten. Fehlt viel Qualität, wäre aber noch genügend da, sagt und hofft vor allem Trainer Rüdiger Ziel mit Verweis auf die Rückkehrer. Die gibt's ja auch. Kerber, Gauss und Böder sperren abgesessen und heute wieder dabei. Soweit die üppige Info aus der Personalabteilung. Wechsel in die Sportetage. Saarbrücken von links nach rechts mit viel Schwung und Köpfchen und Pech. Und all das nach gerade einmal 2 Minuten. Julian Günther Schmidt eher ganz vorne anstelle von Brünker. Fast wäre ihm hier sein erstes Saisontor geglückt. Besorgter Blick noch auf das Problemkind, auch das heute Form verbessert, Rasen hält, weitestgehend. Die nächste gute Nachricht also für Rüdiger Ziel, auch mit dem Pokalblick auf Dienstag. Aber erstmal heute. Und es scheint, dass alle Saarbrücker tatsächlich nicht Richtung Gladbach abschweifen, sondern voll auf Aue fokussiert sind. Immer noch die Anfangsphase. Stehle. Stehle über Kerber zu Günther Schmidt, der kommt nicht ganz drüber, bekommt nicht die Wucht dahinter. Knappe Viertelstunde gespielt, schon 2 Abschlüsse, schon jetzt klare Steigerung zur Vorwoche. Aue harmlos und scheinbar überfordert mit bissigen Saarbrückern. Sontheimer auf Stehle und der zieht's durch, weiter 0-0. Der FCS bleibt mit beiden Händen am Kontrollhebel und mit beiden Füßen auf dem Gaspedal. Klasse Eröffnung von Blau und Schwarz. Kerber, Kopfballsieger, Günther Schmidt, freie Bahn. Schon er alleine bringt das Thema Fahrlässigkeit auf die Agenda. Aue völlig offen. Günther Schmidt, den Ball legt er sich einen Tick zu weit vor und dennoch, den kann er machen, noch keine 20 Minuten vorbei. Noch läuft nichts nach Dortchef-Plan, Aues Trainer. Auch sein Team personell gebeutelt, Top-Torjäger Bär etwa fehlt grippekrank. Es läuft die 22. Minute, es spielt nur Saarbrücken. Und dann, Achtung, wird's deutlich und unangenehm für Aue, für Franco, schädlich. Handspiel und was für eins. Einfach auch mal schön, wenn wirklich auch keiner über einen Handelfmeter diskutieren muss. Es übernimmt Rizzuto. Einerseits Ex-Auer, lange dort gespielt. Andererseits gebürtiger Saarbrücker. Rizzuto, 1-0, 23. Minute. Überfällig, hochverdient, überzeugend. Versenkt sein zweites Saisontor. Saarbrücken belohnt sich endlich für Aufwand und Leistung. Fährt heute tatsächlich mal die Krallen aus. Kommt an bei der Zielgruppe. Und schauen Sie mal, was Selbstvertrauen so alles bewirken kann. Calogero Rizzuto, einmal wow, einmal Hochgeschwindigkeits-Dropkick. Die 35. Minute, die Gastgeber machen richtig Spaß und machen einfach weiter. Günther Schmidt auf Stehle. Und der macht die Tür richtig auf. Rizzuto, Kerber. Und der macht ein echtes Kerber-Kunstwerk. Mit feiner Feder gezeichnet, mit Fingerspitzengefühl sogar in den Füßen. Kerber und sein Angebot für das Tor des Monats. Oder vielleicht sogar mehr. Das 2-0 in der 37. Minute. Bitte schön genießen das blau-schwarze Pausenglück beim 2-0. Und, Achtung jetzt, Parallele zur ersten Hälfte. Auch die zweite braucht nur 2 Minuten zur ersten Großchance wieder für Saarbrücken. Wieder Julian Günther Schmidt, soll nicht sein bei ihm. Sein Zwischenzeugnis, Chancen erarbeiten, sehr gut, Chancen verarbeiten, noch mangelhaft. Und Aue, tja, heute das Modell
Der Zug hat zu viel Bremse. Die Fans unterhalten sich einfach selbst. Müssen sie auch. Denn auf dem Feld passiert nach dem Wechsel nicht mehr viel. Saarbrücken muss nicht mehr, Aue kann scheinbar nicht mehr. Selbst dann, wenn alles schön zurecht liegt, in aussichtsreicher Position. Stunde vorbei. Stefaniak. Mehr geht nicht. Es fehlt an Schärfe, an Ideen, an eigentlich allem bei den Gästen. Die Gastgeber machen sich dann noch einmal auf. Julian Günther Schmidt schickt den zur Pause eingewechselten Rabic. Menel ist dran, die 81. der FCS. Einmal noch raus aus dem Verwaltungsmodus, einmal noch zauberhaft. Rabic leitet selbst ein. Günther Schmidt perfekt weiter. Rabic missglückt einzig die Vollendung, kann der FCS heute verschmerzen. Nachspielzeit läuft schon, nochmal Freistoß, aber hier ist schon lange die Luft raus. Abpfiff erwünscht, abklatschen nur auf FCS-Seite. Endstand 2-0, Rizzuto und Günther Schmidt sind zwei der auffälligen Gesichter. Luca Kerber gehört auch dazu. Nach den zuletzt schwachen Auftritten zeigt Blau-Schwarz richtig Stärke und eine Reaktion auf die Nullnummer in Lübeck. Keiner von uns kann damit zufrieden sein, wie wir Lübeck aufgetreten sind. Deswegen freut es mich, dass wir auch als ein bisschen ruptierte Mannschaft, sage ich mal, so eine gute Leistung bringen konnten. Ich glaube, der Schreiber hat jetzt nicht so viel zu tun gehabt. Und es war einfach eine geschlossene, sehr gute Mannschaftsleistung, auf die wir aufbauen können, aber auf die wir uns nicht ausruhen dürfen. Auf die man aber gerne blicken kann, teils sogar sehr gerne. Wenn man das Spiel heute gesehen hat, dann muss man sagen, dass jeder hier heute zu 100% da gewesen war. Ich glaube, die erste Halbzeit war richtig, richtig gut von uns gewesen. In der zweiten haben wir ein bisschen mehr verwaltet gehabt, haben aber, glaube ich, kaum Schuss zugelassen. Von daher, glaube ich, haben wir ein ordentliches Spiel gemacht. Dann bleibt jetzt doch nur noch eine Frage mit Blick auf Pokalträumereien und Borussia Mönchengladbach. War das jetzt die perfekte Generalprobe für Dienstag? Ja, wie gesagt, das ist nochmal ein anderes Spiel. Wir haben jetzt definitiv ein besseres Gefühl, statt dass wir jetzt hier heute verloren oder scheiße gespielt hätten. Von daher soll uns das schon ein bisschen Selbstvertrauen geben. Keine schlottrigen Knie, sag ich mal. Und ja, dann schauen wir mal, was Dienstag passiert. Ja, ich glaube, wir sollten schon dazu in der Lage sein, auch mal eine englische Woche zu spielen. Ich glaube, es wird wieder ein Krimi, hoffentlich dann gegen Gladbach. Aber wir werden alles raushauen und hoffentlich dann auch wieder erfolgreich sein.